In diesem Video soll es um die Grundbegriffe gehen, die es bei den mehrstufigen Zufallsexperimenten gibt. Dazu werden wir uns als Beispiel folgende Fragestellung anschauen, und zwar: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dem Spiel Blackjack die Kombination, diese namensgebende Kombination Blackjack, tatsächlich zu ziehen? Beim Blackjack handelt es sich um ein Glückskartenspiel und wir schauen uns jetzt kurz die für uns relevanten Regeln an, wobei ich das Spiel zumindest aus mathematischer Sicht ein wenig vereinfachen möchte. Wir tun so, als ob wir das Spiel mit einem einfachen, also mit einem Kartenpaket spielen würden. Normalerweise spielt man das mit 6 Paketen. Was ist ein Kartenpaket? Das sind ja die handelsüblichen 52 Spielkarten. Wir haben dann Karten von Herz 2 bis Pik Ass. Beim Blackjack werden diesen Karten auch Punkte zugeordnet und dabei gelten folgende Regeln. Die 2er bis 10er, also die Karten 2 bis 10, die mit Zahlen drauf, für die bekommen wir genauso viele Punkte, wie die Zahlen es hier sagen. Also für die 2 gibt es 2 Punkte, für die 5 Punkte. Und so weiter. Dann gibt es die sogenannten Bildkarten, Bube, Dame, König. Das sind hier diese 12 Stück hier. Die bringen jeweils 10 Punkte. Dann gibt es eine Kartensorte, nämlich Ass. Über die haben wir noch nicht gesprochen. Die bringen, also ein Ass bringt entweder 11 Punkte oder 1 Punkt, je nach Spielsituation. Also für uns ist eigentlich nur die 11-Punkte-Situation interessant, denn beim Blackjack geht es darum, mit nur 2 Karten 21 Punkte zu sammeln. Und das ist nur dann möglich, wenn wir jetzt ein Ass haben und eine Karte, die 10 Punkte bringt. Das bedeutet, wenn wir ein Ass und eine Bildkarte ziehen oder ein Ass und eine 10er-Karte. Okay, diese Situation wollen wir jetzt in ein Zufallsexperiment übersetzen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen uns folgende Ergebnismengen an. Und zwar zuerst machen wir eine Kodierung. Ein Ass bezeichnen wird mit einem kleinen Buchstaben A. Eine 10-Punkte-Karte bedeutet einen 10er oder einer Bildkarte mit einem kleinen Z. Und alle anderen Karten sind die, die wir jetzt bei dem Blackjack nicht brauchen. Die nennen wir mit klein n für Niete. So, jetzt tun wir so, als ob wir eine Karte ziehen würden. Das würde das Ganze zu einem einstufigen Zufallsexperiment machen. Dann hätten wir folgende Ergebnismenge, die wir mit dem Buchstaben S bezeichnen. Das sind jetzt die drei Stück, die wir hier auflisten. Also Ass, 10-Punkte-Karte oder eine Niete. Beim Blackjack wenn wir jetzt einen Blackjack sammeln wollen, müssen wir 2 Karten gezogen haben. Das bedeutet, wir müssen zweimal ziehen. Wir haben ein zweistufiges Zufallsexperiment. Und hier, Vorsicht, der Buchstabe S wird hier in einem neuen Zusammenhang gewählt. Also der steht zwar für eine Ergebnismenge, aber hier für dieses zweistufige Zufallsexperiment. Nun gucken wir uns an, welche Ergebnisse sind überhaupt möglich. Wir können 2 Asse nacheinander ziehen, wir können Ass und eine 10-Punkte-Karte, ein Ass, eine Niete, 10-Punkte-Karte, danach Ass, 10-Punkte-Karte, danach wieder eine 10-Punkte-Karte, 10-Punkte-Karte, danach eine Niete, Niete, danach Ass, Niete, danach 10-Punkte-Karte und Niete, Niete. Das sind jetzt die 9 Kombinationen. Man hat vielleicht am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, keine davon zu vergessen. Dazu finde ich eigentlich folgende Schreibweise ganz schön. Das sogenannte kartesische Produkt. Beim Zweimalziehen machen wir Kombinationen von diesen kleinen Mengen und kombinieren einfach alle Elemente aus dieser Menge mit Elementen aus dieser Menge und so kommen wir auf hier 3 Elemente und 3 Elemente auf diese 3 mal 3 gleich 9 Kombinationen. So, das wird hier nicht als Mal, sondern tatsächlich als Kreuz gelesen. Man kann das Ganze noch kürzer schreiben, als hier eine Zweierpotenz. Also wenn diese Menge und diese Menge gleich sind, kann man diesen Kreuz hier als diese Menge zum Quadrat notieren.
Okay, wir haben jetzt unsere Ergebnismenge. Jetzt geht es darum, die Wahrscheinlichkeitsverteilung dazu zu bekommen. Und dazu eignet sich sehr gut ein Wahrscheinlichkeitsbaum. So, dieser wird jetzt zweistufig sein, weil wir zweimal ziehen. So, kümmern wir uns erstmal um die erste Stufe. Dann haben wir folgende Wahrscheinlichkeiten in diesen 52 Karten. Unter diesen 52 Karten befinden sich vier Asse, also die Wahrscheinlichkeit, ein Ass zu ziehen, liegt bei 4/52. Es sind 16 10-Punkte-Karten, die 12 Bildkarten plus 4 Zehner von 52 insgesamt, also die Wahrscheinlichkeit, 16/52 eine 10-Punkte-Karte zu ziehen. Und der Rest, die übrigen 32 Karten, sind Nieten. Und da es 32 davon gibt, ist die Wahrscheinlichkeit 32/52, dass wir eine Niete ziehen in dem ersten, also dass die erste Karte eine Niete ist. So, wenn wir jetzt ein Ass gezogen haben, gibt es wieder drei Möglichkeiten, was passieren kann. Und zwar, wir können danach wieder ein Ass ziehen oder eine 10-Punkte-Karte oder eine Niete. Und jetzt kommen wir zu den Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir schon ein Ass gezogen haben, bedeutet das, es gibt in dem Deck noch 51 Karten. Ein Ass ist nicht mehr da, es sind nur noch drei Stück vorhanden. Das bedeutet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 3/51 ziehen wir eine weitere Asskarte. Mit der Wahrscheinlichkeit 16/51 ziehen wir eine 10-Punkte-Karte. Die Anzahl der 10-Punkte-Karten hat sich ja nicht verändert, aber die Anzahl der Karten insgesamt. Und mit der Wahrscheinlichkeit 32/51 ziehen wir nach dem Ass eine Niete. So, jetzt gehen wir eine Stufe zurück und gucken uns an, was passieren kann, wenn wir als erstes eine 10-Punkte-Karte gezogen haben. Auch dann können wir entweder ein Ass, eine 10-Punkte-Karte oder eine Niete gezogen haben mit folgenden Wahrscheinlichkeiten. Es sind noch vier Asse im Deck, also 4/51. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein Ass ziehen. Es sind nur noch 15 10-Punkte-Karte in dem Deck, also 15/51 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, in dem nächsten Zug eine 10-Punkte-Karte zu ziehen. Und in den 51 Karten haben wir noch 32 Nieten aus unserer Sicht, also nach der 10er-Karte haben wir noch mit der Wahrscheinlichkeit von 32/51 eine Niete gezogen. So, wenn wir mit der Niete angefangen haben, können wir danach wieder Ass 10-Punkte-Karte oder eine Niete ziehen. Das bedeutet, im Deck befinden sich noch 51 Karten, davon 4 sind Ass, 16 10-Punkte-Karten und 31 Nieten. Diese führen dann zu diesen Wahrscheinlichkeiten. Und schauen wir uns jetzt an, was muss passieren, damit wir einen Blackjack bekommen haben. Eine Möglichkeit ist, wir ziehen als erste Karte eine Asskarte und die zweite Karte ist eine 10-Punkte-Karte. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, und zwar, wir können zuerst eine 10-Punkte-Karte gezogen haben und danach ein Ass. Und diese beiden Pfade, die Ergebnisse AZ und ZA, die fassen wir nun zusammen zu dem Gebilde, das uns interessiert. Und das ist dann ein Ereignis. Und dem Ereignis gibt man üblicherweise einen Namen, einen großen lateinischen Buchstaben. Hier habe ich mich für das Ereignis B entschieden, weil wir einen Blackjack haben wollen. Und dieses Ereignis B schreibt man dann in einer Mengenschreibweise und listet die relevanten Ergebnisse aus der Ergebnismenge hier drin. So, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis ausrechnen wollen, auch dafür gibt es erstmal eine Notation. Diese Wahrscheinlichkeit wird mit einem Großbuchstaben bezeichnet, Klammer auf. B, also die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B. Und dazu brauchen wir einmal die Wahrscheinlichkeit von diesem oberen Pfad plus die Wahrscheinlichkeit von diesem unteren Pfad hier. So, die Wahrscheinlichkeit von dem oberen Pfad mit einer Wahrscheinlichkeit von 4/52 haben wir als erstes eine Karte mit dem Symbol Ass gezogen und dann haben wir mit der Wahrscheinlichkeit 16/51 eine 10er-Karte
gezogen. Und insgesamt müssen wir die Wahrscheinlichkeiten miteinander multiplizieren, weil bei 4 von 52 Fällen landen wir hier überhaupt. Und dann bei 16 von 51 Fällen kommen wir hierhin. Deshalb müssen wir das Ganze multiplizieren. Und dann addieren hier diesen Wand 16 52 mal 4 51. Das ist die Wahrscheinlichkeit von diesem Ergebnis. Insgesamt ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 32 663. Das sind dann ungefähr 0,048, also etwa 5%. Okay, damit hätten wir die Einstiegsfrage beantwortet. Nun kann man sich eine weitere Frage stellen, wie zum Beispiel: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass kein Blackjack gezogen wird? Jetzt könnten wir uns unseren Wahrscheinlichkeitsbaum nochmal anschauen und jetzt hier alle Pfade zusammenrechnen, die nicht gelb markiert sind. Kann man machen, es gibt aber einen schnelleren Weg hier. Wir können auch die Arbeit, die wir bereits geleistet haben, nochmal recyceln. Es gilt nämlich Folgendes: Wir gucken uns das sogenannte Gegenereignis von B an. Wenn wir kein Blackjack bezogen haben, ist dann das Gegenteil von dem Ereignis B passiert. So, und das bedeutet, alle übrigen Fälle sind dann die zu den Wahrscheinlichkeiten führen, an die wir jetzt gerade interessiert sind. Die Wahrscheinlichkeit von einem Gegenereignis lässt sich dann so ausrechnen: Wir müssen von der 1 die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis selbst abziehen. So, in unserem Fall also 1 minus die Wahrscheinlichkeit für ein Blackjack, also 1 minus 32 663, und das sind 631 663, also etwa 95%. Okay, fassen wir also zusammen. Eine Teilmenge A der Ergebnismenge S nennt man Ereignis. Also ein Ereignis war in unserer Einstiegsaufgabe die Situation, ein Spieler zieht ein Blackjack. So, bei den Wahrscheinlichkeiten: Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses entspricht der Wahrscheinlichkeit der zugehörigen Pfade. Gegebenenfalls müssen diese Wahrscheinlichkeiten dann addiert werden. Dann kommen wir zu den Regeln, wie wir jetzt mit diesen Wahrscheinlichkeiten dann umgehen. Da gibt es einmal die sogenannte Pfadregel. Da werden die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multipliziert. Und dann gibt es die Summenregel. Also, wenn unser Ereignis aus mehreren Ergebnissen, aus mehreren Pfaden besteht, müssen wir die Wahrscheinlichkeiten einzelner Pfade miteinander addieren. Und dann haben wir noch die Sache mit dem Gegenereignis. Ein Gegenereignis wird dann mit so einem Querbalken drüber notiert. Und für die Wahrscheinlichkeit von diesem Gegenereignis, die können wir berechnen, indem wir von der 1 die Wahrscheinlichkeit des ursprünglichen Ereignisses abziehen. Genau, vielleicht noch zu wie man das Ganze ausspricht. Das ist das Gegenereignis von A oder einfach A quer.